Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole. So, ich hab's letzte Folge leider... Oh, ich sehe, da oben ist eine Schatztruhe auf dem Dach, da kommen wir also auch noch irgendwie hoch. Okay, gut, merken wir uns für irgendwann mal später. Ja, ich hab's letzte Folge leider nicht geschafft, hier noch in die Schule zu gehen. Wir müssen mit Mr. Mackey reden, okay. Und zwar über etwas, das ich noch nicht weiß. Mädchentoilette? Okay, hier komme ich also ungestraft rein. Die Mädchen haben Verdauungsprobleme, alles klar. Ja, irgendwie werden wir dann wahrscheinlich später noch diese Toiletten freiräumen können, aber jetzt offenbar noch nicht. Ach nee, Moment mal, bin ich beknackt? Das ist das Community Set. Entschuldigung. Es war eine lange Woche. So, irgendwo, was ist denn da die Schule? Hier ist die Schule, sehr gut. Und ein weiterer Schnellreisepunkt. Grundschule von South Park. Fastpass. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzkrieg vorbei. Bis dann. Alles klar. Ich frage mich, wie der uns transportiert. Trägt er uns auf Schultern dann? Naja, sehen wir vielleicht später mal noch. Ein Schneemann. Oh, mit einem interessanten Hut, den ich auch aufnehmen kann. Arcana-Hut-Kostüm. Ich glaube, das passt zu dieser Jacke, ne, die ich von den Goff-Kids gekriegt habe. No Cops. Okay. Ja, kommen wir später noch lang. Jetzt erstmal nicht. Gut, ich höre jetzt mal auf rumzusabbeln und gehe in die Grundschule. Hallo Freunde, euer neuer Held ist da. Freut ihr euch? Klar, ich mache 10 Selfies täglich. Juhu, ein gutes Pensum. Juhu. Ich habe immer noch keinen guten Namen gefunden hier für den... Schick. Ich habe ja jetzt das Spinnenkostüm an. Klar, machen wir ein Selfie. Und ich bin ein Brutalist, also irgendeine starke Spinne. Gibt's Spinnen, die ganz besonders viel Körperkraft haben? Juhu. Keine Ahnung. Und es ist Ashley. Ja, das sind, glaube ich, eher unbekannte Charaktere, ja, oder? Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Die Bibliothek hat geschlossen und ich muss lernen. Okay, das sind Streber. Ich warte auf den Mathematikwettbewerb. Nerd. Ja, nicht, dass Nerds was Schlechtes wären. Scheißern, jede Wette. Ja, tue ich. Ich mache okay, Selfies mach und irgendwelchen Pennern. Ah, na schön. War ja eine grandios schwere Aufgabe. Ja, ich mach keinen Scheiß, ich mach nur Selfies mit irgendwelchen Pennern, zum Beispiel mit dir. Juhu! Gut. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Ah, noch jemand? Diese Kreisel hier, was zu sagen? Ich glaube, das habe ich mal in einem Trailer gesehen. Ich glaube, man kann hier später Human Kite rufen, dass der einen nach oben trägt. Aber ja, das geht jetzt momentan wohl noch nicht. Die Schule ist aus, was machst du noch hier? Ich bin auch ein Streber und möchte lernen. Was denken Sie denn? Wow, das ist echt übel. Ja, da kannst du mal sehen, ne, was so alles aus den Menschen rauskommen kann. So, muss ja jetzt hin, ne? Wahrscheinlich hier hinter. Ich gucke erstmal kurz hier. Kann ich nicht gucken, schade. Hier? Nein, schade. Im letzten Spiel konnte man sich das noch angucken. Gut, dann eben dieses Mal nicht. Gut, dann gehen wir mal hier den Gang runter. Wo ist denn Mr. Counselor, ne? Wir müssen zum Counselor. Der Rest ist ja noch eh zu. Okay, auch noch gesperrt. Vielleicht gibt's ja wieder eine größere Quest in der Schule. Ah, jetzt müssen wir erstmal zum Schul... Psychologen. Ah, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke, ja, richtig, okay. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Alles klar, Mr. McKee, okay? Dass du über dein Geschlecht reden willst? Nein, Mr. McKee, ja, okay? Ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, nur ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes.
Ich bin eine Spinne. Die Musik im Hintergrund. Okay. Ja, Sonstige? Was ist Sonstige? Wann immer es dir passt. Männlich, weiblich, Österreicher. Nein, ich bin natürlich männlich. Junge, gut, genau, geht klar. Also, Neuer, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cisgender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und dann fühlst du dich als Cisgender oder Transgender. Okay, gut, ich höre schon auf. Ja, ich weiß. Aber erstmal ganz allgemein cool, dass das geht, ne? Also man kann, ich weiß aber jetzt nicht, wenn hier Transgender jetzt hier ist, was ist dann Sonstige? Ich habe keine Ahnung, was die dann unter Sonstige verstehen, aber gut, okay. Nein. Aber wirklich jetzt mal, es ist cool, dass das hier geht. Also ich meine, heutzutage ist das echt cool. Also, ja gut, ich sag mal so, es würde jetzt natürlich witzig sein, hier einfach mal zu sagen, ich bin Transgender, aber nein. Ich bleib jetzt einfach mal bei der Wahrheit, ich bin ein Cisgender-Junge. Wann immer es dir passt. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also, er hat mir gerade erzählt, dass er Cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Ja, nein, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay. Wiederhören, okay. Das ist so bescheuert. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt, okay? Alles klar. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt bisher noch keine Probleme so damit, aber ich bin ja auch nicht Mr. Mackey, okay? Also, komm jederzeit wieder. Ja. Ey, warte mal. Man kann das ändern. Okay, wartet mal, das will ich jetzt mal probieren. Okay, warte mal, männlich? Transgender. Ach so, gut, alles klar, schade. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Ja, okay, gut. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ja, schade. Ich dachte jetzt, er sagt noch irgendwas Spezielles dazu, dass man jetzt... Na gut, okay. Dann eben nicht. So, gibt's hier noch was? Nein. Dann gehen wir... Oh, die Sporthalle. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht hin. So. Einmal die Taschen plündern. Sorry, ich weiß. Sowas würde ich normalerweise rausschneiden. Aber ich, auch wenn ich mich wiederhole... Oh, ist das etwa ein Yaoi-Bild? Das ist ein Yaoi-Bild und das ist verwirrt von der Schule. Alles klar. Dann... Ey, was ist hier? Hä? Ja, kein Plan. Hier ist noch eine Tasche. Gut, alles klar, gehe ich jetzt mal raus. So, ja, ich dachte jetzt eigentlich, vielleicht hätte ich gleich Transgender nehmen sollen. Ich hätte jetzt gern mal gesehen, was er dazu dann gesagt hätte. Ja, vielleicht kann ich mir da mal ein Video im Internet angucken und sag euch dann einfach, ob das witzig gewesen wäre. Egal. Beziehungsweise wisst ihr was? Ich ändere es jetzt einfach nochmal zurück zu Cisgender. Was soll's. Ja.
Männlich. Cisgender. So. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich das gut finden soll, dass man das hier jederzeit ändern kann, weil normalerweise soll man ja eigentlich mit seinen Entscheidungen leben, ne? Ja, wobei gut. Maggie hat es ja gerade gesagt, man muss sich immer mit dem Erstbesten gleich leben. Gut, dann gehen wir wieder raus. Soweit ich das... Oh, hier ist noch was. Soweit ich das beurteilen kann. Gibt es in der Schule nichts mehr? Ja, was machen wir denn dann als nächstes? Ich würde mal sagen, dann gehen wir vielleicht mal zu Jimmy, weil seine Eltern haben ja auch gesagt, die werden erst ein Foto mit uns machen, wenn wir ihm geholfen haben. Und der war ja, glaube ich, gleich die Straße runter, die wir von den Sechsklässlern bereinigt haben. Das ist doch ein Cisgender, Junge! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Dieses Ding? Oh cool, jetzt haben wir auch Jimmy dabei, das ist ja... Alles klar, den kriegt man also, wenn man das Schnellreisesystem aktiviert. Ich will zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Ihr braucht schon Physik. Hä, was? Warte mal, wenn ihr was gegen Cisgender-Jungen habt, was das seid denn ihr dann? Transgender-Jungen? Also ich meine, weiblich seht ihr nicht aus, also seid ihr eigentlich Frauen? Ach Gott, was soll's. Okay. Ja, warte mal, was kann denn der Jimmy so? Schwache Seite, fügt Feinden Schaden zu und verleiht Blitzfreak Unsichtbarkeit. Cool. Triff einen Feind in der Nähe, ja, also ein ganz normaler Schlag. Tauscht Plätze mit einem Verbündeten und heilt ihn. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir mal den hier. Geht das jetzt? Wie ein Blitz. Bums. Alter, verausgab dich nicht. Ah, okay, er ist jetzt hinter ihm. Ja, jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Ja, da warte mal noch ab. Wart's nur ab, Freundchen. So, jetzt bin nämlich ich mal dran und jetzt kann ich den hier... Moment, ich könnte jetzt furzen und beide anekeln, aber nein, ich box den hier mal lieber in Jimmy rein. Und Punch! Da. Du haust echt ordentlich zu. Danke sehr. Eine Konterbrutalisierung. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Geht's, Junge? Dies ist das Land der... Okay. Dies ist das Land der Freiheit. Also denk, was ich denke, du Arschloch. So, was machen wir denn jetzt mal? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ganz klassisch Laseraugen. Ich glaube, von der Position aus kann er eh nicht viel machen, ne? Hier mit seinem Heilen. Na ja, gut, okay, lasern wir ihn mal weg. Bitte sehr, Verbrennung im dritten Grades. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Ja. Ich würde mal sagen, kann ich hier hin? Ja, pass auf, dann boxe ich den hier einfach auch nochmal weg. Megafaustschlag! Schade, es reicht halt immer noch nicht, um den wegzuhauen. Beeilen wir uns. So, jetzt nochmal Jimmy. Dann würde ich einfach mal sagen... Moment. Wo war denn das mit dem Platz tauschen? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, da habe ich nicht genug Reichweite. Ich dachte, ich kann mich selbst jetzt ranholen. Dann hilft wohl nur das hier. Die Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? Oh, und jetzt ist er wieder sichtbar. Schade. Au. Ja, bau keine Bruchlandung. Ich würde gerne jetzt Jimmys Ultimate mal sehen. Zeig uns, was du drauf hast. Ja, ich würde mal sagen... Ach so, das bin ich jetzt. Ja, ich kann nicht viel machen, deswegen würde ich mich jetzt einfach mal hier hinstellen und ihn hier anekeln. Pups. Das gibt garantiert eine Narbe. Oh, ihn sollte ich vielleicht nächste Runde heilen. Klar, mir geht's super. Oder ich könnte natürlich auch... Ich könnte natürlich auch ihn jetzt, also den oberen da einfach umhauen. Ja, dann machen wir mal... Okay, gut, dann machen wir jetzt einfach mal... Oder nee, Moment, die Hinterwäldler sind ja eh erstmal nicht dran. Dann würde ich jetzt einfach sagen, ich warte jetzt mal auf Jimmys Ultimate, weil die will ich mal sehen. Dann machst du jetzt einfach mal... Mit deinem Laser. Oh, das geht auch nur bis da. Moment, was kann er denn noch machen? Dann schütze ich mich. Kann er sich nicht selber schützen?
Dann schütze ich jetzt erstmal einfach ihn mit dem Schild, egal. So. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Super Craig, zeig mal seinen Stinkefinger. Ich bin wütender als ein Schwuler im Stripclub. So, und er... Oh. Nee, Moment. Er geht jetzt mal hier runter, weil er kann nur eine Bahn offensichtlich treffen. Und aktiviert mal seine Ultimate. Ab geht's. Okay. Jimmy steckt die Welt in Flammen. Auch rein, Neuer. Yo. So, ich würde mal sagen, für dich reicht der normale Schlag, oder? Dann sag mal Tschüss. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Das wird euch lernen, Leute zu verurteilen. Hassschmiede. Artefakt. Und 21 Cent. Ah, immer noch nicht ganz Rang 3. Okay. So, immer diese bescheuerten Hater. Ja, was mache ich denn jetzt mal? Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du glaubst, dass sich dein Geschlecht geändert hat. Das ist völlig normal. Natürlich. Natürlich ist das normal. Eigentlich nicht, aber es ist okay. Es ist voll okay. So, habe ich hier was Neues? Ah, ich ziehe mal ganz kurz den Hut an. Gut, sieht jetzt aber auch nicht unbedingt so schlecht aus hier. Nein, ich bleib mal bei meinem selbstgebastelten. Hier noch ein Haar. Ach so, ja, das waren diese Goff-Dinger, ne? Also diese Goff-Frisur. Nee, dann schaue ich jetzt mal, was könnte ich jetzt mal als nächstes machen? Ich könnte natürlich jetzt auch einfach hier direkt nach oben gehen und zum Priester. Okay, warte mal, das mache ich jetzt einfach mal. Der ist näher dran. Bei ihm können wir dann wahrscheinlich unsere Religion auswählen, oder? In der Kirche. Die ist ja auch noch offen im Charakterbogen. Und eine weitere Schnellreisestation. Kirche von South Park. Okay. Ich hole mir mal noch schnell die Tasche hier hinten. Ja. Ja. Danke. Kann ich auf den Friedhof? Nein, kann ich nicht. Dann mal ab in das Haus Gottes. Oh, hallo, mein Ich weiß nicht, ob ich hier verbrannt wäre, einfach an der Türschwelle, wenn ich Transgender gewählt hätte. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ja. Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Nein. Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Ich bin nicht Teil des Problems. Ich bin das Problem. Nein, Quatsch. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Also wenn es wirklich meine persönlichen Ängste sind, ist in dieser Kammer da jetzt ein Wespennest. Ich habe panische Angst vor den Viechern. Deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe blau? Was? hallo? Oh, hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Ich habe gerade ganz ungute Erinnerungen ans Sommercamp. Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Okay. Der hier mag das wohl etwas aufgegangen. Soll mir recht sein. Schön, okay. Das ist eigentlich überhaupt nicht schön. Diese Gegner setzen langsame Attacken ein, was du an den gestreiften Quadraten auf dem Schlachtfeld erkennst. Ja, die kennen wir doch aber eigentlich schon. Langsame Attacken brauchen einen Zug zur Vorbereitung, werden also beim nächsten Zug deines Gegners eingesetzt. Die roten Markierungen zeigen an, wo der gegnerische Angriff Schaden anrichten wird. Bewege dich auf ein sicheres Feld, um nicht getroffen zu werden. Achte auf diese Markierungen, denn langsame Angriffe können sehr viel Schaden anrichten. Okay. Dann widern wir ihn hier erstmal an. Pups.
Wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder. Hm, ich werde euch büßen lassen. Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Oh, was zur Hölle? Was? In Luft aufgelöst! Ja. So, jetzt pass auf. Jetzt wieder ich den nämlich auch noch an. Oh. So was. Ist der jetzt eigentlich doppelt angewidert, der hier? Was zur Hölle ist falsch mit euch? Nein, nein, ich schick dich in die Hölle. Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll. Um Gottes Willen. Oh Gott, besser schnell die Wichser loswerden. Hallo? Und sagt Tschüss. So, hier, dein Freund liegt jetzt im Radius. Wer bespritzt den? Du bist eine Sünde wert. Naja. Das siehst du eigentlich voll richtig, aber ich hab keinen Bock auf dich, Junge. Und nein heißt nein! Ah, Herr je! Ach Gottchen. Oh, gleich bin ich in Stimmung. So, warte mal. Bringt ihn das um? Ja, tut's. Okay, dann. Einmal in die katholische Hölle, bitte. Beziehungsweise zweimal. Reinheitsverbindung, Artefakt, himmlischer Anzug, himmlische Handschuhe und 27 Cent. Und Stufe 3, juhu! Das bringt uns einen zweiten Artefaktplatz. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Die Spinnkönigin. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Na okay, alles klar. Aber hey, ihr müsst das mal... Oh, Macaroni-Bild-Rezept, sehr gut. Allmächtiger Heiler Moses. Okay. Vergiss nicht, dein Arsenal aufzustocken, wenn du eine Stufe aufsteigst. Wunderarsch. Ja. Ey, müsst eigentlich mal bedenken, ne? Theoretisch sind ja diese ganzen Laserattacken und hier Powerschläge und das Ganze nur in unserer Fantasie. Das bedeutet, das Kind hat die Priester da gerade tatsächlich verprügelt. Nice. Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Alles da. Member Berries, okay, die sind also auch mit von der Partie. Interessant. Noch was, wonach ich Ausschau halten sollte. Ja, Morgan Freeman als Gott ist, glaube ich, Bruce Allmächtig, der Film. Und als religiöse Menschen sich noch um Bedürftige scherten, das ist, glaube ich, so ungefähr so 2000-3000 Jahre her. Entschuldigung. Ja, und da ist sie, die Spinnenkönigin. Sehr gut. Aber was war denn gleich nochmal das hier? War das das mit dieser Statue, die irgendwie Blut aus der, aus dem roten Gewölbe der Frau? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Was ist aber noch so? Do the handicapped go to heaven? Ja, tun sie. Wenn sie gute Menschen sind. Being a Catholic in today's world. Next Seminar, blablabla, kann ich nicht lesen. Splashdown Lockride. mit dem Papst. Super. Und auch hier sind doch schon wieder Kinder involviert. Was ist denn gleich los? Church Steeple. Okay. Knie nieder vor dem Herrn. Ja. Nein, ich knie vor niemanden wieder. Ach so, das ist ein Code. Alles klar. Sehr schön. Aber wo ist denn die Tür dazu? Habe ich die schon gesehen? Weiß ich, Bibel, Schrott. Also wenn ich jetzt niemandes Gefühle verletzt habe, jemandes religiöse Gefühle, dann weiß ich auch nicht. Die Bibel einfach mal als Schrott. Ah, das ist böse. Hallo, ich habe den Code. Knie nieder. Knie nieder. Sünder Matthäus liebt vor dem... Vor dem Herrn.
Oh, sehr gut, okay. Hier waren wir doch gerade schon drin. Amulett der Reflexion, ein Artefakt. Ich rüste gleich ein neues Artefakt aus, keine Panik. Darf ich darauf hinweisen, dass ein guter Herr eigentlich nicht von seinen Untertanen verlangen würde, zu knien? Nur mal so. Eine Bibel mit Monogramm? Auch Schrott. Weihwasser, kann ich hier irgendwas? Ist hier noch was? Oh, ein Bild. Ich jetzt erst gesehen. Ich wähle dich. Los, Tweak, Donnerblitz. Nein. Ist das noch was? Wie so eine CD. Also ich sehe jetzt hier erstmal nichts mehr. Was man noch einsammeln könnte. Gut, dann gehe ich jetzt mal kurz zu den Artefakten. Auch schon einige wieder gesammelt. Ein kleiner Platz. Oh, und dann oben kommt ein großer Platz. So, was haben wir denn da? Moment. Plus 20% von was? Greift auf die Gehirnwellen des Teams zurück. Was macht denn das? So, das gibt auf jeden Fall die meiste Macht hier, dieses Kreuz. Aber was ist das plus 20, was das macht? Ist das jetzt nur die Macht selber, die da steigt? Reinheitsverbindung? Keine Ahnung, hä? Was macht denn das? Ach so, okay, alles klar, ich bin doof. Ich bin so blöd. Unten links steht's. Statuseffekte Schaden plus 20%, so. Plus 16%, das hier macht Ultimativkraftaufladung noch zusätzlich hoch. Plus 16% Statuseffekt Schaden. Okay, und das hier? Rückstoß-Kombo-Schaden plus 26%. Ja, es ist halt kacke, ne? Weil das hier, die macht aber dafür weniger Macht hoch. Ich würde ehrlich gesagt lieber das hier nehmen. Noch mehr. Ja, alles klar. Das muss ich nicht wissen. Das kenne ich jetzt schon mit den Artefakten und den Boni. Ja, ich will lieber die schnellere Aufladung von der Ulti. Ich denke mal, die ist wichtiger. Beziehungsweise nützlicher. Weil die Ultis hauen ja auch schon ordentlich rein. Halt, Moment, Beschwörungen? Ah, Moses, okay. Also es gibt 4 Beschwörungen und Moses ist eine davon. Beruf Super Best Friend, Beschwörung mit Macaroni-Bild. Stellt in Zeiten der Not einfach ein Macaroni-Bild her und bringe es Moses dar. Dein gesamtes Team, selbst die Unreinen, erhalten volle Gesundheit. Okay, ist so eine Art Superheilung für alle. Sehr schön. Das merke ich mir. Kann ich das jetzt herstellen schon mal hier irgendwie? Ja, 2 Stück. Okay, dann machen wir die jetzt einfach mal und probieren das dann gleich im nächsten Kampf aus. Ich schätze mal, in der Kirche dürfte es jetzt erstmal nichts mehr geben. Dann gehen wir mal weiter nach rechts Richtung Stadt. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Cool Ende. Oh, welch wichtige Mission, die total bedeutend ist für die Sicherheit der gesamten Menschheit. Das mache ich doch glatt. Hä, warum lässt die Polizei einfach so Taschen rumliegen? Ach, schade, ich dachte, es wäre eine Knarre drin oder so. Guten Tag, die Herren. Hätten Sie vielleicht gerne ein Bild mit South Parks neuesten Ordnungshüter? Nein? Dann schade. Guten Tag, Kollege. Möchtest du ein Bild? Was bist du denn? Ein Tambourmajor? Geh schon durch. Okay. Ich werde durchgelassen ohne irgendeinen Sicherheitscheck und sehe aus wie ein Tambourmajor, was auch immer das sein soll. Ach, schade. Eine Most Wanted Liste. Schade, ich dachte, die kann man vielleicht... Das sind doch dieselben Gesichter wie davor, oder? Im letzten in The Stick of Truth, wollte ich sagen. Da gab's so eine Most Wanted Liste, allerdings von mutierten Bestien. Ich dachte mir, vielleicht gibt's hier sowas. Ich gehe dann später mal in die Polizeistation. Wie gesagt, ich will erstmal hier ein bisschen mit die Aufgaben weitermachen. Oder nein, wisst ihr was, ich gehe doch rein.
Komm, ich gehe einfach in jedes Gebäude rein, an dem ich zum ersten Mal vorbeikomme. Einfach nur, um erstmal zu gucken, was da ist. Vielleicht gibt's ja hier was Cooles, eine schusssichere Weste oder so. Hey, Vorsicht, Kumpel. Was bist du denn? Ein Tambourmajor? Darf ich jetzt rein? Danke, du Arsch. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken, Schlitzaugen schön und gut, aber Niggerweiber haben größere Muschis. Das war nicht lustig. Verzieh dich. Wenn du ein Foto mit machst. Mit Anfängern mach ich das nicht. Ach, Alter, komm schon. Dann räume ich euch eben hier die Bude aus. Pech gehabt. Ich kann auch anders. Hallo. Oh, wen haben wir denn da? Noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Hab ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hört zu. Oh, cool. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! What the fuck? Aber ja, das ist theoretisch gesehen auch schon an sich eine Anspielung auf eine Episode. Da gab es auch mal was, wo... Ich glaube, waren das Stan und Kyle, die da mit involviert waren? Detektiv gespielt haben und sind halt auch zur Polizei gekommen. Erst so ganz freundlich, ja, hier, ihr seid Nachwuchsdetektive. Und dann, yo, hier, ich will, dass ihr ein Meth-Labor aushebt. Und wie geil, dass ich hier einfach mal überall rein darf. Also hier, Cold Case. Sollte ich den Typen da... das Gesicht in diesem Cold Case... Dieser Cold Case Box sagt mir irgendwas. Na gut, jetzt nicht. Quotas. Hier, Looting, Public Urination. Leaderboard, no reason, einfach mal. Okay, also Leute, die hier ohne Grund verurteilt werden, sind auf jeden Fall in der Mehrheit. Schön. Okay, jetzt wieder sowas. Aber auch ein Klo, gut, das mache ich mal noch, dann ist aber leider auch schon die Folge durch. Aber hey, wir wollten ja Superhelden sein, also müssen wir jetzt auch Drogenbarone bekämpfen. Gehört nun mal dazu. Ich hoffe, es ist nicht Walter White, weil gegen den habe ich keine Chance, glaube ich. Aber das Haus da hinten ist auch irgendwie... Es ist auf jeden Fall... Das Rote ist, glaube ich, das von Mr. Sklave und Mr. Garrison. Und ich glaube, das daneben ist das nicht Gay R? Big Gay R oder so? Oder wie heißt der? Der große, dicke Typ mit dem roten Hemd. Ja. Weiß ich gerade nicht mehr. Na egal, das sehen wir dann später noch. Leute, die Folge ist an der Stelle leider schon wieder vorbei. Das ist ganz besonders schade für mich, weil ich liebe einfach dieses Spiel bisher. Es ist so gut. Ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, dann würde ich mich wie immer sehr über ein Like oder einen netten Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, Freunde!